Heute hat Felix für Nicole eine ganz besondere Überraschung. Er will mit ihr abtauchen, im wahrsten Sinne des Wortes. Was machen wir denn hier? Ja, du hast doch gesagt, du willst ein Wochenende ohne Stress und Lärm und Party. Ja, aber ich will dich schon dabei haben. Ja, wir werden schon zusammen abtauchen. Machen wir ein Wellness-Wochenende wie letztes Jahr? Nee. Blub, blub. Blub, 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 blub. Wir gehen tauchen? Ja. Wie? In diesem Schwimmbad? Mensch, da ist ein Tauchzentrum. Ah, wie cool! In einem zertifizierten Tauchzentrum hat er einen Tauchgang gebucht, weil Nicole schon immer davon geträumt hat, auch die Welt unter Wasser zu erkunden. Heute gehen wir ins Wasser. Das ist ein Innenbecken und da gehen wir rein. Genau, Tauchzentrum. Hier kann man richtig auch Scheine machen und so. Mhm. Es wird uns alles gezeigt, wie wir uns verständigen unter Wasser und wie wir atmen und wie, was wir anziehen müssen. Und keine Ahnung, also ich habe es auch noch nie gemacht. Also wir werden sehen, was passiert. Sehr gespannt. Aber sehr aufgeregt. Zunächst erhalten Sie eine ausführliche Einweisung durch Andreas. Ich werde euch die Grundregeln des Tauchens erklären, wozu wir sie brauchen, wozu wir sie beachten müssen. Wir werden dann unsere Ausrüstung zusammenbauen. Der ausgebildete Tauchlehrer erklärt Ihnen alle wichtigen Zeichen, damit Sie sich unter Wasser verständigen können. Alles klar. Er zeigt Ihnen die Ausrüstung und das technische Gerät und wie man sich unter Wasser helfen kann. Gut, wir bekommen Luft. Die passenden Anzüge werden ausgesucht und anprobiert, die Funktionen des Tauchequipments noch einmal überprüft. Wenn ihr mal rechte Hand nach hinten greift. Wie von Bord eines Schiffes können sich Nicole und Felix ins Becken fallen lassen. Aber vor dem endgültigen Tauchgang prüft Andreas noch einmal im Stehbecken mit unseren beiden die richtige Atmung und die wichtigsten Handgriffe. Jetzt erlebt Nicole, wie leicht sie sich unter Wasser bewegen kann und welche Faszination diese Sportart schon hier in dem Becken auslöst. Wrackreste, ein versunkener Tempel, Fische und eine Röhre zum Durchtauchen sind wie ein großer Spielplatz für Erwachsene. Verspielt wie junge Seehunde schlagen sie Salti und folgen dann wieder den Anweisungen ihres Lehrers. So eine Tauchausbildung macht einfach Spaß. Tauchkurse kann man in Deutschland oder auch während des Urlaubs im Ausland bei zertifizierten Schulen belegen. Absolviert man die Ausbildung in Deutschland, hat man den Vorteil, weltweit am Urlaubsort ohne zeitraubende Vorübungen gleich abtauchen zu können. Eine Grundausbildung kann man in wenigen Tagen absolvieren. Sie kostet einschließlich Leihausrüstung rund 300 bis 400 Euro. Nach dem Auftauchen aus einer völlig neuen Welt sind beide ganz euphorisch. Ja, wir waren jetzt im Tauchbecken, sind jetzt gerade aufgetaucht. Und es war echt toll. Also man muss sich mal vorstellen, wie das dann ist, wenn man noch Fische und so dazu hat. Ich war jetzt schon total geflasht. Ja, also, total cool, auch die Bewegungen also auszuprobieren. Man ist echt schwerelos. Wir waren auf 10 Meter Tiefe unten, also schön langsam runter. Du bist noch ganz high. Ist schon so ein bisschen anderes Gefühl unter Wasser, als jetzt hier wieder oben zu sein. Ja. Und Felix hat noch eine Überraschung. So cool. Hat Spaß gemacht, oder? Super. Ich will unbedingt mal Ferien machen mit Tauchen. Ja, hab schon gebucht. Was denn? Na, nächstes Wochenende. Was? Ja, in Stechlin. Das ist ja cool. Ja. Hey, dafür lade ich dich jetzt zum Fischessen ein. Danke.